Hallo, liebe Gildenfamilie, liebe Freunde der Fränkischen Fasernacht, alle Jahre wieder. Es ist wieder soweit, der 11.11. liegt hinter uns, aber in diesem Jahr haben wir uns eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Eigentlich hätte ich euch lieber beim Eröffnungsabend begrüßt und meinen Orden vorgestellt. Ein kleiner Virus ist uns dazwischen gekommen. Trotzdem, wir sind ja modern und bringen euch jetzt digital den Orden näher. Die Spannung steigt. Hier ist das gute Stück. Sieht ein bisschen anders aus als die letzten Jahre, logisch. Es hängt nicht an einer Kordel, sondern an einem Band, denn wir haben ein Jubiläumsjahr. Die Gilde feiert 55. Diese 55 sieht man oben am Band angebracht auf einem kleinen Schild. Der ist inspiriert von den amerikanischen Interstate-Schildern. Drüber steht das Jubiläumsjahr. In der Mitte die traditionellen Elemente, nämlich der fränkische Rechen, das Heidingsfelder Stadtwappen und natürlich unser Gimaul. Aufgebracht ist es auf einem goldenen Stern. Ein goldener Stern symbolisiert natürlich schon mal ein Jubiläum. In der Mitte sehen wir einen Fasernachter mit Komiteemütze und der trägt, wie könnte es anders sein, einen Mund-Nasen-Schutz, denn die Maske dominiert ja dieses Jahr, und zwar die Schutzmaske. Masken aus rituellen und kultischen Zwecken kennt der Homo sapiens seit Jahrtausenden. Später waren es dann durchaus Schutzmasken für Fechter, für Ärzte, für Schweißer, in dem Jahr gegen die Corona-Pandemie. Wir ziehen mit, wir schützen uns und andere, indem wir Masken tragen, und das symbolisiert auch dieser Orden. Wenn die Pandemie mal irgendwann Geschichte ist, wird er uns an diese Zeit erinnern. Auf dem Ring, der den Stern umfasst, steht dann auch in satirischer Absicht: Ein Virus lädt zum Maskenball. Denn den klassischen Maskenball und die klassische Prunksitzung werden wir in dieser Session wohl leider nicht feiern können. Trotzdem gibt es einen schönen Orden, und nach dem Motto, ein bisschen was geht immer, werden wir uns in der Fasernacht schon sehen, mit unserem Orden um Hals oder auch nicht. Und im nächsten Jahr, in der nächsten Session, wird dann bestimmt alles viel besser. In diesem Sinne, haltet die Regeln ein, haltet Abstand, tragt den Mund-Nasen-Schutz, bleibt gesund, damit wir auch wirklich im übernächsten Jahr alle wieder zusammenkommen. Lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss.